Hi, ich bin der F. Obwohl es heute scheißkalt ist, bin ich ziemlich früh raus. Ist gerade eben erst hell geworden. Ihr seht, es ist alles noch neblig. Und ich mache heute einen Tagesmarsch. Einfach nur, um zu schauen, wie weit komme ich denn überhaupt. Denn ich möchte im Sommer eine Bergtour machen. Zusammen mit Sascha Brüll. Und da wäre es natürlich blöde, wenn ich nach 5 Kilometern schlapp machen würde. Und deswegen schaue ich jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Denn ich bin total untrainiert. Und wenn ihr wollt, kommt ihr einfach mit. Ach ja, eins habe ich noch vergessen wegen der Bergtour. Natürlich ist das nicht vergleichbar, denn unsere Bergtour soll in die Alpen gehen. So, naja, bis auf 2000 Meter, nichts Besonderes. Bloß im Vergleich zu hier ist das schon was Besonderes, denn ich habe hier maximal 500 Meter und bei Weitem nicht solche langen Steigungen. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen trainieren. Kurze Zwischenbilanz, es ist jetzt 9 Uhr, ich bin seit einer Dreiviertelstunde unterwegs und ich habe gerade mal 2 Kilometer geschafft. Das liegt einerseits am Gelände, ich bin nämlich ein paar Mal rauf und runter gekrabbelt hier am Hang und vor allen Dingen aber auch an der Filmerei. Das ist übrigens nicht immer dieselbe Brücke, das ist jedes Mal eine andere. Ich laufe hier an einem Prallhang vom Main entlang, das heißt, es ist ziemlich steil, dieser Abhang. Und die Bäche, die von oben kommen, die haben sich einfach einen Weg Richtung Main gesucht und haben dabei diese Schluchten geformt. Und über jede Schlucht führt hier so eine schöne Sandsteinbrücke drüber. Kommt euch die Brücke bekannt vor? Ich zeige euch gleich, woher ihr die kennt.
Tja, das ist der berühmt-berüchtigte Wasserfall, an dem ich meinen Sturz hingelegt habe. Es ist leider noch nicht kalt genug, dass sich Eiszapfen bilden. Aber es ist trotzdem immer wieder ein toller Anblick. Eine kleine Höhle. Aber wer jetzt meint, das wäre ein perfektes Shelter, der hat sich getäuscht. Denn dieser Felsen hat auch einen Namen. Moment, ich zeige euch das mal. Der triefende Stein soll heißen, darunter ist es immer nass. Keine Ahnung, was das hier mal war. Vielleicht ein Brunnen? Da ich hier schon öfter war, weiß ich, dass hier Bärlauch wächst. Na also. Nicht schlecht. Kleine Stärkung. Schlehen. Super.
Kleine Zwischenbilanz. Ich bin jetzt seit etwa 3,5 Stunden unterwegs und habe ungefähr 10 Kilometer geschafft. Das ist natürlich nicht besonders viel, aber das liegt eindeutig am Filmen. Das nimmt unheimlich viel Zeit weg. Für den Hinmarsch habe ich jetzt noch etwa 1 Stunde übrig und dann muss ich umdrehen. Kleine Stärkung zwischendurch. Ich habe vorhin ein paar Hagebutten gefunden. Und da ich bisher noch überhaupt keine einzige Pause gemacht habe und nichts gegessen habe, ist das besser als nichts. Schlehen. Oh, ich habe einen Kohldampf. So, jetzt wird es romantisch. Jetzt muss ich unter der Autobahn durch. Deswegen auch schon die ganze Zeit der Krach hinten dran. Ja, genau da wollte ich hin. Ich habe es doch noch geschafft. Es sind jetzt etwa 4 Stunden vergangen, seitdem ich losgelaufen bin. Und ich habe so etwa 14 Kilometer geschafft. Das war das, was ich mir vorgenommen hatte. Ich suche mir jetzt hier eine schöne Stelle, wo ich ein bisschen lagern und mir was zu essen machen kann. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Vom Autobahnkrach mal abgesehen. Lecker. Ich kann es kaum abwarten. Ich habe einen tierischen Kohldampf. Ich habe heute noch gar nichts gegessen, außer den Schlehen und den Hagebutten. Mir fällt der Magen durch. Lecker. Jetzt ist sogar noch mal die Sonne rausgekommen. Herrlich. Und bevor ich jetzt die 14 Kilometer Rückmarsch in Angriff nehme, gibt es noch eine kleine Stärkung. Aufputschmittel. Schokolade. Gefroren.
So, los geht's. Das hat jetzt echt gut getan. Jetzt bin ich wieder fit. Es ist jetzt 14:45. Für den Rückmarsch brauche ich bestimmt 3 bis 3,5 Stunden. Das heißt, es wird dunkel sein, wenn ich ankomme. Aber ich habe mir eine Taschenlampe mitgenommen, und zwar Marke Eigenbau. Die hier. Ursprünglich war die viel zu dunkel für die Kamera. Die hat auch nur 3 Mikrobatterien gehabt. Und ich habe mir selber ein Batteriefach gebastelt. Hier. Und da sind jetzt 4 Mikrobatterien drin. Und jetzt ist die richtig hell. Ist das nicht herrlich? Da musste ich einfach ein paar Bilder machen. Das konnte ich euch nicht vorenthalten. Ich genieße das jetzt richtig. Von der Zeit her liege ich ganz gut, habe die Hälfte vom Rückmarsch geschafft, in etwa 1,5 Stunden. Da liege ich also ganz gut im Plan, und deswegen gönne ich mir jetzt noch eine schöne Pause hier und genieße die letzten Sonnenstrahlen. War natürlich nur ein kleiner Gag, aber das wollte ich schon immer mal machen. So, jetzt ist es soweit. Lampe an.
Jetzt habe ich es nicht mehr weit. Die letzten 2 Kilometer. Insgesamt waren das jetzt 30 Kilometer. Hat nochmal einen kleinen Umweg gemacht. Deswegen ist es mehr geworden als die rein rechnerischen 2x 14 Kilometer. Also war eine geile Tour. Also so zwischendurch bei 25 Kilometer, da haben mir die Füße schon ziemlich wehgetan. Komischerweise geht es jetzt wieder. Equipment war okay. Habe heute nur das Gorilla-Stativ dabei gehabt. Das hat sich bewährt. Man kann das relativ schnell aufstellen. Schneller als das große Stativ. Natürlich bringt man nicht so gute Aufnahmen hin. Aber ich denke, es reicht. Oder? Ich hoffe doch mal. Ja, was mich besonders beeindruckt hat, war mal wieder mein kleiner Notkocher, der M71. Denn ich habe jetzt da eine neue Brennpaste gefunden und die scheint erheblich ergiebiger zu sein als die, die ich vorher hatte. Und mit dem schaffe ich jetzt mit Sicherheit, also mit einer Füllung, schaffe ich zweimal ein Essen warm zu machen. So eine Dose, die ihr gesehen habt. Und zweimal noch einen Tee. Mit einer Füllung kein Problem. Das reicht also auch mal für eine Zweitagestour, wenn man sparsam ist. Was nicht damit geht, wenn man Wasser wirklich abkochen muss in größeren Mengen, dafür eignet er sich einfach nicht. Ebenfalls bewährt hat sich meine selbstgebaute Lampe bzw. meine umgebaute Lampe, weil die macht richtig gut Licht und das reicht dann auch zum Filmen. Außerdem leuchtet sie wirklich wunderbar aus. Die hat einen etwas größeren Winkel als meine alte, also das sieht man schon richtig gut. Ja, was mich selber angeht, von der Fitness her muss ich sagen, fühle mich eigentlich noch ziemlich gut. Klar, die Beine werden langsam schwer, vor allem wenn es mal berghoch geht, da merke ich es dann schon. Aber das ist eigentlich, ich glaube, das ist kein Problem. In der Hinsicht kann ich die Bergtour ruhigen Gewissens angehen. Ach ja, genau. In meinem Rucksack habe ich heute so etwa 10 Kilo mitgeschleppt. Natürlich habe ich nicht so viel gebraucht. Das meiste war Ballast. Ich wollte es einfach so realistisch wie möglich machen. Bewährt hat sich auch mein Navi. Das ist einfach mein altes Handy und da habe ich ein Programm drauf laufen, wo man Karten herunterladen kann und dann sieht man darauf genau seine Position. Natürlich kann man auch den Weg mitverfolgen, man kann den tracken und ihr seht hier die rote Linie, das ist der Rückweg und darunter ist eine gelbe Linie, das ist der Hinweg, das ist der Weg, den ich gelaufen bin. Und das hat prima funktioniert und das braucht auch nur ganz wenig Strom. Der Akku ist immer noch komplett voll von dem GPS-Gerät. Das kann ich also auch für eine Mehrtagestour gut einsetzen. Die letzten paar Meter, gleich ist es geschafft. Jetzt kommt nichts mehr Besonderes und deswegen sage ich jetzt danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.